Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus Mod. Und wir stehen hier bei der Caterium-Produktion und wir sehen, sie läuft überhaupt nicht. Das liegt daran, dass das ganze Gestein hier auf dem Förderband vollgelaufen ist. Ich habe übrigens jetzt auch die Caterium-Bleche und das Zerkleinern der Gesteine auf ein Förderband fusioniert. Das geht sich ganz leicht aus und dann werden wir da unten, hier irgendwo auf der Plattform, das Gestein und die Bleche wieder aufdröseln mit einem intelligenten Splitter. Das Gestein geht dann hinter ins Gesteinlager. Ob ich das Förderband jetzt heute lege, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Und die Caterium-Bleche brauchen wir für die KI-Begrenzer. Wir hatten das letzte Mal Fuchten über. Das war eigentlich ein Problem, weil da hinten die ganzen Anlagen nicht wirklich funktioniert haben, was eigentlich scheiße ist. Viel schlimmer war aber tatsächlich, dass dadurch viel zu wenig Gestein kam. Und ja, hätte ich jetzt vielleicht noch 2, 3, 4 Folgen gewartet, wäre mir das Gestein ausgegangen, was wir ja zwingend brauchen als Filtermaterial für das Biowasser. Dann hätten wir hier ein Stromproblem bekommen und das wäre natürlich richtig geil gewesen. Genau, gut. Also wir machen als allererstes jetzt die KI-Begrenzer. Und dann würde ich sagen, gehen wir hinter zum Kryolyt. Ich habe hier schon mal so einen Steg gelegt, der ist aber natürlich nicht fertig geworden, weil mir logischerweise wieder das ganze Baumaterial ausging. Man kennt's. Aber das sind jetzt wirklich Kleinigkeiten. Sollte jetzt nicht irgendwas Dramatisches passieren oder mir fällt irgendwas auf, müssen wir mal schauen. Heute werden wir es vielleicht nicht ganz schaffen, aber spätestens beim nächsten Mal. Wir werden beim Kryolyt auch jetzt nicht die große Anlage bauen, bloß dass wir halt einfach das ganze Kalkstaub hier mal haben, damit ich die Foundations immer schön bauen kann. Genau, und wenn wir das dann haben, sind wir tatsächlich up to date, was die ganzen Forschungen angeht. Das heißt, wir müssen dann mal in die MAM gehen, neue Sachen freischalten und so weiter und so weiter. Ich denke mal, die Kohle wird bald kommen, müssen wir mal schauen. Gut, das dazu. Wir fangen aber hier oben an, wir müssen hier oben noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar produzieren wir insgesamt 120, also wir würden produzieren, wenn das Gestein abläuft, 120 Caterium-Bahnen. Wir gehen mal ganz kurz durch. Wir brauchen 15, 45, 60, 90 und 10, 100. Das heißt, wir haben 20 über. Da hauen wir mal hier einen Shredder-Container her. Müssen wir machen, hilft nichts. Also nee, müssten wir nicht, aber... Wenn wir nahe die 100% Effizienz kommen wollen, müssen wir das schon machen. So. Dann schreibe ich jetzt hier auch mal gleich die 20 her. Dann weiß ich, wir haben noch 20 Caterium über. Obwohl ich wahrscheinlich damit nicht mehr allzu viel anfangen kann. Egal, was wir haben, haben wir. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter. Das Zinn ist schon da, das war auch eine geile Arbeit, das Förderband hierher zu verlegen, aber... Habe ich unfallfrei hinbekommen. Mir geht noch ein Stück vor. Wunderbar. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns das hier nicht zubauen, weil hier ist die wichtige Erde. Aber das schaut noch gut aus vom Platz. Und was gut ist, wir haben hier Eisen, das heißt, wir könnten die Foundation gleich weiter benutzen. Wir könnten es eigentlich mal testen. Und rein, egal. Wir testen jetzt mal das Schmelzmodul davor noch. Das ist ja ziemlich neu. Ah, mir fehlen mobile Miner, Moment. So, Bohrkorb. Jetzt schauen wir mal. Wir legen hier mal ganz kurz Strom her. So, du würdest jetzt machen insgesamt 30 Erz. Jetzt hauen wir mal das Schmelzmodul drauf. Nur mal zum Testen. Tatsächlich. Und er macht 30 Eisenbahnen. Das ist ziemlich geil. Aber wir bekommen hier schmutziges Wasser raus, glaube ich, soll das heißen. Oder Schlacke. Das müssen wir dann noch abführen und aufdröseln. Aber das würde gehen. So sparen wir uns auf jeden Fall die Schritte mit dem Sortierer und mit dem Crusher. Allerdings bekommen wir das Erz 1 zu 1 raus, was aber jetzt nicht verkehrt ist. Also ein Erz in ein Bahn. Plus wir bekommen nochmal die Schlacke hinten raus als Flüssigkeit. Aber ja. Du bist eine unreine Quelle. Bist du auch eine unreine Quelle? Ja, das wäre insgesamt mit einem MK1-Bohrkopf
60 Eisenbahn, das ist nicht viel, aber egal, besser als gar nichts. Gut, also wir brauchen Fabrikator. Die Frage ist, wie richten wir das jetzt aus? Ich würde sagen, tatsächlich so. KI-Begrenzer und wir haben, also wir brauchen erstmal noch den Zinndraht. Moment mal. Und da hatten wir gesagt, nehmen wir das Alternativrezept aus 15, die liegen an. Schau mal das hier noch rein. Aus 15 Zinndraht. Wir sollten schauen, dass es jetzt schnell läuft, weil solange das hier nicht weiterverarbeitet wird, haben wir immer weniger Gestein in der Stromproduktion, beziehungsweise im Biowasser hinten, was wir zwingend brauchen. Das ist schlecht. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen schauen wir jetzt mal, dass das jetzt fix anläuft hier alles. Wir müssten mal gucken, wie wir es jetzt mit dem Strom machen. Ja, doch. Ich habe eine Idee. Wunderbar. Das heißt, also der hier kann auf 100% laufen, oder? 15, genau, die kommen an und wir sind 30 pro Minute. Und dann gehen wir hier runter auf 50%. Und dann haben wir 2 KI-Begrenzer pro Minute. Das reicht ganz leicht. So oft brauche ich die nicht. Noch nicht. Nee, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wo ich die so oft brauche. Also, nicht wirklich. Gut. Dann setzen wir jetzt hier mal einen intelligenten Splitter her. Oh, das war natürlich wieder geil. So, wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass wir uns jetzt das da vorne nicht verbauen. Ich setze vielleicht erstmal den Shredder-Container hin. Ja, dann komme ich da vorne schön vorbei. Halt, wir machen mal einen Strommast. Wir brauchen ja später für die Eisenquellen auch noch Strom. Na komm. Gut. Also. War jetzt schon wieder schlecht. Geradeaus geht das zerkleinerte. Ja, das heißt hier zu Englisch. Da. Crushed Stone. Und ist das Deutsch? Nee. Links dann Caterium Sheet. Also die Bleche. So, ich mache das nochmal weg, dass das Förderband auch rein ist. So. Wunderbar. Dann läuft das. Ich würde sagen, wir machen das jetzt als allererstes einmal so. Und zwar hier einfach ganz normales Lager her. Bäm. Ich mache das dann im Nachgang, dass ich das Förderband hinterverlege. Ich weiß nicht, entweder wollt ihr das sehen, dass ich jetzt halt hier immer stundenlang Förderbänder verlege. Oder ich mache das immer im Nachgang. Ist jetzt kein Spektakel. Auf jeden Fall wird das erstmal hier schön eingelagert. Das passt. Und ich kann auch das Gestein, was wir jetzt hier haben, dann später nehmen und sicherheitshalber nochmal in die Stromproduktion mit reingeben. Aber das passt jetzt hier. Das kommt dann wieder weg. Dann werde ich hier irgendwie ein Förderband verlegen. Da einmal rum. Hier unten läuft das Zinn. Ja, muss ich mal gucken. Hier kommt eine Wand hin. Da unten drunter. Gucken, ob ich da irgendwie durchkomme. Sollte aber gehen. Naja, obwohl hier wird schon wieder verdammt eng. Aber ich glaube, das ist schon sinnvoller, wenn ich das dann immer im Nachgang mache. Das ist die Biomasse. Genau, und hier muss das Lager her. Beziehungsweise wir nehmen das Lager hier. Und das hier ist ja schon voll. Ja, vielleicht sollte ich mir auch mal Gedanken machen, vielleicht durch die Lager auch mal woanders hinsetzen, ein bisschen zentraler, weil hier ist schon echt, naja, nicht so geil.
Gut, dann würde ich sagen Richtung Katerium, aber davor würde ich gerne den Meilenstein noch freischalten, dann ist der auch fertig. Weil es dauert ja dann wieder 3, 4, 5 Minuten, bis wir weitermachen können. Ich glaube, die Bleiplatten haben wir jetzt nicht da. Und Kabel brauchen wir definitiv. Habe ich da vielleicht Blei drin? Natürlich nicht. So, dann ist das alles mal weg hier. Doch, Blei habe ich sogar dabei. Cool, wir haben alles. Perfekt. Dann sind wir jetzt mit 0, das ist quasi das Tutorial, 1 und 2 komplett fertig. Und jetzt geht es weiter mit der 3. Und dann schauen wir jetzt mal. Also geschmolzene Metalle. Die Katheriumbahnen werden übrigens oben gerade eingelagert. Das ist sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob wir damit anfangen müssten. Stahl. Aber ich glaube, für die Stahlproduktion brauchen wir am Ende dann die geschmolzenen Metalle. Metallguss. Hier sind dann nochmal Alternativrezepte, wenn man so will. Messing. Schön, hier steht es auf Deutsch und das ist auf Englisch. LKW, Xenobecher wäre schon nicht schlecht. Aber das dauert noch zu lange. Also dem freischalten könnten. Nee, könnten wir nicht, weil wir Stahl brauchen. Rohrleitungssystem. Warum Rohrleitungslogistik? Und hier sind. Naja. Egal, nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Also das heißt, das hier. Wir können eh nichts machen, dauert noch 2 Minuten. Dann gehen wir mal hinter zum Kryolyt. Die Idee ist, dass wir das Kryolytband herholen. Müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt auch mache, weil es auch wieder ein langes Förderband ist. Übrigens, jetzt müsste es mit der Stromproduktion schon viel besser ausschauen. Kann sein, dass es noch 1, 2 Minuten dauert, bis sich das alles regelt. Ja, guck mal, wir sind 70 Megawatt Toleranz, 100 manchmal. Das ist schon gut. Mich würde es mal interessieren, wenn ich jetzt beim Kryolyt direkt das Schmelzmodul draufsetze. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Man kann es nicht überall draufsetzen. Oder doch? Wir testen es. Oder auch bei der Kohle. Das wird nicht funktionieren. Halt. Wichtiges vergessen, Strom. Gehst du daher und dann gehen wir vor. Ja, ein paar Meter müssen wir noch verlegen. Und dann werden wir wahrscheinlich ein ganzes Stück nach unten gehen müssen, dass wir die Erzquelle erreichen. Und dann müssen wir auch mal gucken, aber ich würde sagen, ob wir zwei Quellen brauchen oder eine. Aber ich würde sagen, wenn wir zwei brauchen würden, also damit es schön ausgeht von den Zahlen her, ihr wisst, was ich meine, im Quascher dann, würde ich trotzdem eine Quelle nehmen, weil wir später den MK2-Bohrkopf haben. Dann müsste es funktionieren. Sehen wir jetzt dann gleich. So, dann gehen wir mal rüber. Dann haben wir hier schon mal auch eine Verbindung zur neuen Eisenquelle und hier nochmal zur Kohle. Hier hätten wir dann nochmal Kupfer. Ganz wichtig, Kupfer. Ja, wir werden schon noch ein Stück nach vorne gehen müssen. Ah, vielleicht wird es hier sogar ziemlich eng, dass wir hier über die Dünen drüber kommen. Das geht auf jeden Fall noch. Hier hätten wir nochmal Kalkstein. Auch gut. Also, auf dem Steg können wir dann früher oder später ziemlich viel anschließen. Das ist ziemlich gut. Oder auch wichtig.
Aber was wir hier auch mal machen könnten, hier in der Düne würde es sich ja eigentlich fast anbieten, oder in der Wüste, mit dem Fahrzeug. So eine LKW-Station. So, ich baue mich jetzt erstmal hin. Ja, das wird hier. Nee, das geht, das geht, das geht, das geht. Und da sind wir ja auch schon da. Perfekt. Und hier hätten wir dann Wasser, aber ich weiß gar nicht, wann das kommt. Hier in der Plus-Mod. Oder ob das überhaupt kommt. Aber ich glaube schon. Hier hinten wir auch nochmal Kohle. Also Kohle haben wir hier echt tatsächlich relativ viel in der Wüste. Ich mache jetzt hier erstmal alles weg. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich Kisten bekommen des Todes. Ja. Wir schmeißen weg. Das hier. Nee, da lassen wir mal einen Stack da. Vielleicht können wir es gleich zum Freischalten für irgendwas gebrauchen. Und ein bisschen Katheriumstangen, auch wenn es schade jetzt ist, aber was soll's. Ja, wir haben hier nämlich zwei Quellen. Wir gehen noch ein Stück vor. Und hier runter, genau. Ach, Scheiße. Wir schmeißen trotzdem mal alles weg. Die Biomasse. Was soll's, komm. Bekomme ich noch meine Kiste, weil hier auch Biomasse drin ist, oder? Nee. Gut, also. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das wird zu hoch sein. Dass wir das so machen. So, du kommst wieder weg. So, jetzt ist es auch schön sauber und ordentlich. Strom ist natürlich jetzt schlecht hier auf der anderen Seite. Brauche ich denn dazu eigentlich? Biomasse zum Bauen. Okay. Ja, nutzt man das wirklich? Weiß ich jetzt nicht. Also hiermit. Dann brauchen wir den modularen Miner. Können wir eigentlich so rumschieben. Dann brauchen wir den Bohrkopf. Und jetzt bin ich gespannt. Nee, kann man hier nicht hinmachen. Er erkennt, es fehlen 200 Turbodraht. Scheiße. Nee, es fehlen keine 200, sondern 15. Ah, Mist. Vielleicht kann ich die doch schnell mit der Hand machen. Ich würde es gerne mal testen. Und da hinten steht auch eine, schön. Ja, kann ich. Katheriumstangen habe ich noch genug. Geht nicht. Ist nicht erlaubt hier. Ja, er erkennt von alleine, was für eine Erzquelle das ist. Also wir bekommen jetzt hier raus insgesamt 60. Und es würde jetzt, glaube ich, ich muss wieder gucken. Nächstes Kryolyt. Also ich könnte das hier direkt raus machen.
Die Frage ist, lohnt sich das? Wir gucken mal ganz kurz ins Forschungsding rein. Diamanten? Okay. Also entweder so, mir geht es ja tatsächlich bloß um den Kalkstaub. Um alles andere ist mir eigentlich erstmal egal. Wenn wir aber einen Sortierer machen, dass es irgendwie effizienter wird. Hier. Dann bekommen wir Quarzkristalle plus Salz raus. Aber Salz brauche ich jetzt gar nicht. Noch nicht. Ja, und hier sehen wir es schon, hier bräuchten wir tatsächlich 120 Kryolith. Es wären beide Erzquellen, außer wir haben einen MK2-Bohrkopf irgendwann mal. Es dauert aber noch. Aber ich glaube, ich brauche den Quarzkristall und das Salz jetzt erstmal noch nicht, glaube ich. Ich müsste den eh nach unten takten. Oder ich nehme beide Quellen, will ich aber nicht. Und dann hätte ich Quarzkristalle und Salz, aber es bringt mir ja nichts. Es bringt mir ja nichts. Nee. Sand, ausgequatscht Stone. Ja, dann machen wir das ganz einfach. Und zwar 60 kommen raus. Müssen wir leider mit zwei Anlagen machen und eine untertakten. Aber es macht natürlich jetzt keinen Sinn, dass wir das hier machen, sondern das müssten wir eigentlich hinten in der Base machen. Oder? Sonst muss ich ja jedes Mal hierher rennen. Das ist doch ein Schmarrn. Also wir müssen eigentlich jetzt das Förderband nehmen. Und hintergehen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Dass ihr euch jetzt nicht so tode langweilt, mache ich ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Förderband verlegt ist. So, bin wieder da. Förderband wurde verlegt. Dauert noch eine ganze Zeit, bis es auch alles hier ankommt. Aber währenddessen können wir schon mal die beiden Crusher bauen. Und dann sind wir heute doch viel schneller und zügiger durchgekommen, als ich erwartet hätte. Ist ja ziemlich gut. Dann können wir jetzt den nächsten Meilenstein freischalten. Ich hoffe allerdings, ich habe die 500 Katerium bis jetzt schon. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Und dann geht es, glaube ich, schon Richtung Kohle. Dann beginnt quasi ein neues Kapitel, wenn man so will. Crusher. Eins. Zwei. Wir untertakten den hier auf. Aber wie viel kam jetzt? 50. Genau, dann takten wir den auf 60 Erz kam. Das heißt, wir. Halt, hier 50. Genau, hier 20. Und hier 40. Passt. So, mittig von der Foundation, wunderbar. Bekommt ihr noch Strom? Habe ich ein bisschen Erz dabei? Ne, ich habe alles weggeschmissen, gell? Ja, mein Gott. Ich nehme schnell was mit der Hand. Oder ich hole was mit der Hand. Ich muss rausfinden, auf welcher Seite jetzt das Kalkstück rauskommt vorne. Dauert ja noch Ewigkeiten. Ne, da kommt's schon, okay. Schnell 4, 5, 6, 7 Erze mitnehmen. Und dann weiß ich wenigstens, wo vorne was rauskommt. Dann kann ich währenddessen schon mal die Fusionator bauen und das Lagercontainer, das intelligente, beziehungsweise das Shredder-Container. Oder den Shredder-Container. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Meilenstein. Die ganzen Erze, Bahn einsammeln. Das ist kein Problem. Ich habe ja mitgedacht teilweise. Man kann es gar nicht glauben. Es ist Wahnsinn eigentlich. Aber es ist tatsächlich so gewesen. So. Links oder rechts?
Ah, okay, doch links. Also irgendwie. Wunderbar. Dann kommt hier ein Shredder-Container her. Hoffe, ich kann den bauen, ja. Sehr, sehr gut. Das heißt, dann haben wir jetzt da auch keine Probleme mehr. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die ganzen Waren an. Wie schon gesagt, Katerium könnte wahrscheinlich tatsächlich echt ein Problem werden. Hier unten ist hier nichts eingelagert an Waren. Die habe ich hier alle vor Ort, beziehungsweise ja nicht alle. Katerium ist zum Beispiel noch ganz oben. Ich hoffe, ich habe alles. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Zink habe. Doch. Die brauche ich gar nicht, sehe ich. Eins, zwei. Komm, wir nehmen das halbe Stack mit. Dann Kupfer. Oh. Bronze. Müssen wir echt mal gucken jetzt. Blei und Eisen fehlt definitiv noch. Stellt euch mal vor, wir müssten jetzt an die ganzen Schmelzöfen ran und das Zeug rauskratzen. Also es fehlt noch 300 Bronze und Katerium. Ich hoffe, ich habe jetzt Bronze, weil sonst müssen wir kurz umbauen. Ich habe irgendwo noch ein Lager stehen, glaube ich. Glaube ich. Ah, hier werden auch nochmal 10 Waren. Wie viel? Weiß kein Mensch. Das ist so schlecht. Ich muss mir das einfach immer besser markieren. Gut. Muss ich da mal prüfen. Halt, hiervon kann ich mal mitnehmen. Nee, Bronze werden wir nicht haben. Leider, leider. Shit. Wo ist denn eigentlich meine Bronzeproduktion? Da fängt schon an. Also wir haben hier Bronze-Rahmen, also müsste das eigentlich hier sein. Bronze, genau. Die werden hier gemacht. Dann müssen wir jetzt leider Gottes das mal kurz aufbrennen. Das dauert natürlich. Wir schauen währenddessen mal hoch zum Katerium. Aber da werden wir... Ich hätte die nicht wegschmeißen sollen, die was über waren. Hey, wir haben jetzt halt dann tatsächlich so einen kleinen Baustopp, wenn wir jetzt kein Katerium haben. Ich meine, man könnte natürlich immer was verbessern und so weiter. Das geht. Oder das Förderband, das was hier unten noch weitergelegt werden muss, das mit dem zerkleinerten Gestein müsste man noch machen. Schaut es da aus? 1600. Wie schaut es denn eigentlich mit den KI-Begrenzern aus? Wie viel sind da jetzt mittlerweile drin? 35, ja, das reicht mir. Aber mir kommt es vor, als wenn es arg wenig Bleche wären, hä? Also es kommen hin und wieder mal welche, aber schon sehr, sehr wenig. Läufst du zu 100%? Noch nicht. Warten wir noch ganz kurz. Jetzt kommen die nächsten Bleche. Ja, das dauert ein bisschen. Ich hau hier mal welche rein. Aber eigentlich müsste es zu 100% laufen. Gut. Da wird mich jetzt wahrscheinlich gleich der Schlag treffen. Bitte, 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 bitte. 200 und nicht mal die Hälfte. Shit.
jetzt beginnt der ganze Krampf. Wir machen jetzt mal hier. Die ganzen Förderbänder weg. Ich darf nicht vergessen. Beziehungsweise hier. Du bist vollgelaufen. Er passt. Passt, passt, passt. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass jetzt dann das Browser bald fertig wird. Ich weiß, ist schon wieder sehr krampfhaft, aber müssen wir jetzt durch. Also Kriterium haben wir, Browser brauchen wir noch. Die 8 kann ich wegschmeißen. Und dann geht's ab Richtung Kohle, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und dann geht der ganze Spaß los mit den sämtlichen Flüssigkeiten. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Mit der Schlacke und was weiß ich alles. Und dann kommt da wieder Schwefel raus und das und hier und dort. Aber das Gute ist, dass hier die Produktion relativ schnell läuft. Wir sind schon wieder bei... Ja, die hat sogar schon wieder aufgehört. 200. Ich habe schon 200 eingelagert. Das heißt, wir brauchen jetzt noch insgesamt 92. Und das geht relativ schnell. Währenddessen können wir mal rausfinden, warum. Warum habe ich das eingelagert? So, wie viel brauchen wir jetzt hier? 20. Und hier kommen raus 30, also 10. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Aber wir schreiben es trotzdem mal hin. Irgendwann werden wir es dann weiterverwenden müssen. Es geht relativ schnell, Gott sei Dank. So, noch knapp 40 Stück. Würde ich sagen, müssen wir mal ganz kurz warten. Ich kann aber schon mal ein paar Förderbänder noch holen. Ein paar versteckte Eisenplatten. Ja. Oder auch nicht, weil ich keinen Platz habe. Cool. Sowas können wir wegschmeißen. Läufst du jetzt eigentlich zu 100%? Ja, mittlerweile. Wunderbar, zack, dann hätten wir das auch. Müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz durchgucken, ob wir das nochmal irgendwann brauchen. Ich war der Meinung, dass wir das Ganze zweimal brauchen. So, freischalten. Wir gucken mal ganz kurz durch. Nein, na, da. 1000. Ne, 500 wieder. Ah. Brauchen wir wieder 500 Browser. Vielleicht mache ich die nebenbei einfach so. Und dann sind wir damit safe. Ne, hier kommt Stahl. Können wir auch freischalten. Dauert 5 Minuten. Eieieiei. So, was haben wir jetzt hier? Noch gar nichts. Nur erstmal einen Haufen Flüssigkeiten. Ne, doch hier. Geschmolzener Kupfer. Bronze. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal ganz kurz 5 Minuten Cut, bis die Anlage hier fertig ist. 5 Minuten, ja. Und dann geht's gleich weiter. Gut, weiter geht's. Die letzten Bleiplatten werden eingelagert und Abfahrt. So, jetzt haben wir Stahl und jetzt beginnt eine neue Ära quasi. Jetzt wird's interessant. Wir gucken mal ganz kurz. Jetzt fängt's wieder... Hier. Stahl. Geschmolzenes Eisen. Hätten wir eigentlich da Eisen, haben wir genug. Kohle. Das Problem ist, die beiden Sachen liegen ziemlich weit auseinander. Kohle und Luft. Luft ist kein Problem. Dann bekommen wir geschmolzenen Stahl raus
Und ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wir hätten ja Eisen da, wir haben eine Eisenproduktion aufgebaut, eine relativ große, sage ich jetzt mal so. Die ist aber ganz da hinten. Und die Kohle ist da hinten. Natürlich ist wieder praktisch. Wir schauen mal ganz kurz hin, was für eine Art von Kohlereinheit das ist. Wenn es jetzt eine unreine Kohle ist, könnte man sagen, okay, wir nehmen die nicht, weil da hinten wäre auch nochmal Kohle. Ein ganzes Stück weiter, aber es wäre eine da. Und ich glaube, hier ist doch auch Eisen gewesen. Ja, genau, da hinten ist Eisen. Dann müsste man das quasi komplett neu aufziehen. Ist aber kein Problem. Wir müssen das eh ein paar Mal machen. Und das Gute ist, das relativ Gute, wir haben hier auch in der Nähe Wasser. Das heißt, wir könnten auch wieder eine gute Eisenproduktion machen. Jetzt scanne ich mal ganz kurz Kohle. Dann sehe ich ja auch immer schon gleich, was für eine Reinheit das hat. Normal und normal. Also zweimal normal ist schon mal nicht schlecht. Und hier hätten wir halt bloß eine einzige Eisenquelle. Kann das sein? Eine normale. Und dann hätten wir hier hinten nochmal ziemlich viel Eisen. Natürlich jetzt eine Frage, hier hätten wir eine reine Quelle. Also ich sage mal so, ein normales Eisen, wenn es das eine reine Quelle wäre, wäre das gut, aber ein normales Eisen ist wahrscheinlich zu wenig. Das heißt, wir müssen hier die Kohle nehmen, tatsächlich. Und das einmal irgendwie hinterbringen. Das sind schon wieder Förderbänder über Förderbänder, aber es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Hashtag Reisenetzwerk. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Dann werden wir die Kohle holen. Ganz genau. So, also ich gehe mal runter, hau mal das Viech da hinten kurz um. Beziehungsweise, Moment mal. Ich habe einen Denkfehler, glaube ich. Wir brauchen nämlich geschmolzenes Eisen. Jetzt darf ich kein Mist bauen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Ha, wir haben nämlich das schon umgebaut in Eisenbarren. Dann geht's gar nicht. Dann geht's nicht. Man könnte das natürlich wieder rückgängig machen, aber es ist ein Schmarrn. So, 60 Crushed Iron. Ha, verdammt. Verdammt, verdammt. Dann müssen wir es vielleicht doch so machen. Ihr merkt schon, jetzt kommen wir wieder in eine Phase rein. Wird's wieder interessant. Also ich stelle jetzt mal hier einfach fix. Mir fehlt Beton, oh Gott. Das ist schon wieder ganz woanders. Naja. Dann nehmen wir das Eisen. Muss bloß gucken, mit welchem Rezept wir das dann gleich machen. Wir holen uns erstmal Beton. Wir müssen uns mal wieder jetzt einen kleinen Plan überlegen, den wir dann in 5 Minuten wieder über den Haufen werfen können. Aber Hauptsache, wir haben mal einen. Hier wäre auch Eisen. Das wäre auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, die reine Quelle. Tatsächlich. Dann wäre das sogar noch besser. So, schleich dich mal hier. Wir holen mal fix Beton. Aber da wäre das Wasser schon wieder ziemlich weit weg. Genau, und wir müssen mal noch was gucken. Mir ist gerade was aufgefallen nebenbei. Die eine Produktion läuft nicht wirklich zu 100%. Das ist natürlich ganz schlecht. Und vor allem, das ist wieder eine Produktion, die irgendwie in Zusammenhang mit der Stromproduktion hängt. Das ist alles nicht gut. So, wie schaut es jetzt hier aus? Das wird auch immer weniger. Das ist verdammt schlecht. Und du läufst zu 100%. Nee, es passt aber eigentlich. Eigentlich müsste es passen. Wir haben halt wenig Puffer, was das Gestein angeht. Vielleicht sollten wir doch mal gucken, dass wir da irgendwie noch mehr Gestein hinzufügen und dann den Überschuss dann echt schreddern und einlagern.
Beziehungsweise wird er ja schon. Dass wir da auf der sicheren Seite sind. Müssen wir mal schauen. Also. Ich habe keinen Platz. Man braucht hier immer zwei Slots, weil wir sehen es links. Das ist einmal altes Erz und dann wird das quasi in der Tasche einmal umgebaut in das normale Erz. Also man braucht immer zwei Slots. Frei. So, wir nehmen. Brauchen wir ganz kurz Strom. Strom, Strom, Strom. So, wir haben 120, richtig. Und für den Stahl brauchen wir geschmolzenes Eisen und geschmolzenes Eisen. Crushed Iron. Wir müssen aufpassen, dass es auch das ist, weil es gibt tatsächlich. Genau. Nein, das ist Crushed Steratit. Unterschied. Und hier hätten wir das Crushed Iron. Also das würde sich von den Zahlen her aufgehen. Also 120, dann brauchen wir zwei Schredder. Haben halt wieder Gestein. Und dann brauchen wir hier Wasser. Dann hätten wir 150. Jetzt wäre eine Überlegung natürlich, wenn wir sagen, okay, wir nehmen die Eisenquelle hier. Und mit dem Förderband, mal wieder logischerweise, gehen wir so ein bisschen, ja, in die Richtung, dass wir hier Wasser haben. Dann machen wir hier, da wo wir jetzt hinschauen, die Stahlproduktion. Dann haben wir 150 von diesem geschredderten Eisen. Und wir brauchen. Ach, 150. Wir brauchen aber entweder 120 oder 180. Ist das schon wieder Mist? Das heißt, wir würden rausbekommen bei 120 60 Eis, 60 geschmolzenes Eisen. Und dann nochmal die 50%. 75. 75 geschmolzenes Eisen. Wir brauchen aber. Ah, Mist, Mist, Mist. Entweder haben wir einen Eisenüberschuss, das wir anderweitig verwenden könnten. Oder wir untertakten alles. Können wir auch machen, untertakten. Ich meine, Kohle ist gar kein Problem. Cool wäre es halt tatsächlich, wenn wir auf die insgesamt 300% funktionsfähigen Anlagen kommen würden. Dann würden wir nämlich auch die reine Kohlequelle oder die Kohle allgemein wegbekommen mit 120. Weil wir haben ja, wenn wir beide Kohlequellen anzapfen, 120 Kohle. Und das würde mit drei Hochöfen gehen. Allerdings haben wir nicht so viel Eisen. Da müsste man dann nochmal Eisen holen, aber dann haben wir wahrscheinlich wieder das Problem, dass wir dann am Ende des Tages zu viel Eisen haben. Egal wie man es macht, ist es ein Krampf. Aber ich würde sagen, tendenziell untertakten wir das. Dann haben wir die Eisenquelle hier zu 100% weg. Dann haben wir auch die Kohle nicht ganz weg. Haben wir ein bisschen Kohle über. Ja, so werden wir es machen müssen. Also Plan wird sein. Nochmal ganz kurz. Wir machen das jetzt hier schön. Dann nehmen wir das Eisen, was da rauskommt, mit dem Förderband. Gehen hierher irgendwie. Dann bauen wir so weit hinten, wie es geht, den Sortierer, der wo Wasser braucht. Dann holen wir das Wasser von da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den Fluss reinsetzen kann. Müssen wir gleich mal gucken. Und dann holen wir uns die Kohle. Die ist ja nicht allzu weit weg. Das würde gehen. Oder wir nehmen das Eisen und gehen hinter. Hier. Und holen uns von da das Wasser. Dann ist das Problem. Die ganzen Stahlprodukte, die rauskommen, sind halt dann da hinten. Das ist nicht so gut, glaube ich. Also beide Kohlequellen.
Ich gucke auch mal bei der Kohle, aber es müsste überall das gleiche sein. Von den Mengen her meine ich. Bohrkopf, mit einem anderen Bohrkopf ändert sich natürlich alles. So viel Strom. Ja, genau, 60. Dann hätten wir da drüben mit der 120. Dann haben wir ein bisschen zu wenig Eisen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir haben 30 Eisen zu wenig. Bestelle das Eisen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Also hier die ganze Stromproduktion, Stahlproduktion aufzubauen ist ein Schmarrn. Dann nehmen wir lieber das Kohleband vor und machen das hier. Ich hoffe, vom Platz her wird das gehen. Vielleicht gehen wir ein Stück nach oben, dass ich da im Zweifel über dieses ganze Steinzeug drüber komme. Das wird nämlich nicht ganz klein, habe ich so das Gefühl. So, jetzt schauen wir mal. Produktion, Wasserextraktor. Das wird nämlich hier verdammt eng, ja. Das ist nämlich nicht tief genug, das Wasser. Ah, das ist doch jetzt Mist. Da müsste ich... Wasserextraktor, bekomme ich hier einen hin? Nicht tief genug. Das wäre dann wieder ganz da hinten. Uff. Schwer, schwer, schwer. Aber wir sollten es schon mit Wasser machen. Und wenn wir es ohne Wasser machen, dann haben wir noch weniger Eisen. Was man machen könnte. Nee, ist auch sehr... Weil da hinten ist Wasser. Da hinten wäre Wasser. Man könnte es dann wieder ein bisschen anders machen, wenn wir sagen... Ihr merkt schon, das ist jetzt sehr viel Brainstorming. Tut mir auch leid. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen die Stahlproduktion nicht hier rein, sondern wir gehen hier ein Stück hoch und legen die nach hinten, dann könnte ich das Wasser von da hinten holen. Dann ist der Weg nicht ganz so weit. Das würde gehen. Von der Kohle her macht das gar keinen Unterschied. Ob ich jetzt von der Kohle hier nach links gehe oder nach rechts gehe, ist eigentlich egal. Genau. So. Und es wäre vielleicht sogar besser, weil wir haben ja, wenn wir alles zu 100% laufen wollen, also dass auch die Kohle weg ist, haben wir ein Defizit von 30 Eisen, also dieses gesteigerte Eisen. Das hier. Nee, nicht das hier. Du läufst zu 100%, okay, gut. Das Eisen hier. Crushed Iron, 30 Stück. Könnt ihr natürlich jetzt sagen, okay, wir nehmen hier einen raus. Dann habe ich da hinten 30 Eisenbahnen weniger. Dann haben wir halt statt 105 und die 99 halt hier nur noch 99 und 90. Dann müsste ich einen Schmelzer wegnehmen und könnte mir mit dem Eisen hintergehen. Dann müsste ich das genau aufgehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die Frage ist bloß, oh, das ist mit sehr, sehr ja, logistisch jetzt auch gar nicht mehr so einfach mit den ganzen Förderbändern. Vor allem, ich muss ja das Förderband von dem Gestein da hinten hier ja auch noch herbringen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht. Ja, muss ich mir das überlegen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Sehr chaotisch, sehr viel Brainstorming. Aber wir kommen langsam ran. Die Stahlproduktion ist nicht ganz einfach. Vor allem, weil dann auch noch Schlacke und alles mit rauskommt. Und es wird nicht besser. Also die Ölproduktion wird nochmal eine Nummer härter. Dann kommt das ganze Invar-Zeug und was ist sicher auch alles. Bleibt spannend. Aber ich denke mal, so ist der Plan jetzt gar nicht so schlecht, dass wir hier rechts die Stahlproduktion hinmachen, das Wasser von da hinten holen und genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.